Fillmore. Ich übernehme das. Okay, hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir schon bei Songodak Teil 3. Ich werde erstmal kurz erklären, was ihr in diesem Video alles sehen werdet. Und zwar ist es nicht ganz Songodak, es ist auch Teil Devrek. Devrek ist, habe ich schon in ein paar Videos vorher erzählt, ist diese eine, ist das Dorf, unser Dorf. Und das gehört so zu Songodak und da gibt es noch so ein paar andere Szenen. Das ist jetzt noch Songodak. Hier ist das Schwarze Meer. Und ja, wir werden halt hier ein bisschen um das Schwarze Meer herumgehen, durch ein paar Gassen, durch einen Tunnel. Ama güzelmiş. Das sind alte Züge und Maschinen für den alten Kohleanbau in Songodak. Ja, das auch. Das ist der Müll, der mich ein bisschen aufgeregt hat. Es war ziemlich sehr, sehr viel Müll. Hier, das ist jetzt so ein Gang, so ein, das ist ein alter Zugtunnel. Der fährt der Zug jetzt nicht mehr durch. Aber da geht es jetzt so in eine, wieder in so ein Teil. Ich bin hier. So, ich bin einmal ausgerutscht hier drinne. Aber wenn man einmal hier rauskommt, sieht es sehr schön aus. Da hinten angeln noch Leute, hier kann man gut angeln. Hier sind Tauben. Hört sich doch schön an. Hier ist noch ein anderer Tunnel, da geht es ein bisschen hoch. Der ist ein bisschen lang, aber es ist nicht viel zu gehen. Und wenn man einmal oben ist, kann man da, hat man da so einen anderen Platz, auf den man aufs Meer gucken kann. So hier. Tada. So ein alter Spielplatz mit zwei Autos aus Stein. Noch einen von diesen Geräten. Hier rollt die Kohle runter. Eine alte Kanone aus dem Ersten Weltkrieg, denke ich. Schöne Statue. Gibt es viele Statuen in der Türkei. Hier in Songodak. Da war ein Zug. Warte, das war sehr kurz, der Zug. Der Zug hier transportiert gerade Kohle. Und der Zug, also diese Zuglinie ist nur für Kohle gedacht. Jetzt sind wir in Devrek schon, das ist jetzt schon Devrek. Hier ist, man sieht, es ist ein bisschen klein. Hallo? Und da war so ein, halt so ein Brunnen und da haben wir uns für die Moschee vorbereitet. Also uns gereinigt hier. Waren wir natürlich für Freitagsgebeten, dann sind wir zum Dorf gegangen. Das Dorf liegt so ein bisschen in den Bergen, da sieht man hier so schön.
Das sind die Hühner von meinem Opa. Das sind die kleinen Hühner. Ja, das ist der Garten meines Opas. Also ziemlich groß. Der hat auch so ein Haus, dieses Haus da. Und da sind Tomaten meist am häufigsten, auch Erbsen und sowas. Da ist es richtig heiß drin, da drinne. Und die Tomaten waren teilweise gigantisch, wirklich. Es gab richtig gigantische Tomaten da drinne. Der hat doch da Melonen und Gurken und sowas. Das ist im Keller sozusagen. Und die Hauswärme wird durch Holz, also das ist noch so, alles, das Holz wird verbrannt und dann entsteht dadurch die Wärme. Also das heiße Wasser und sowas. Also kein Erdgas. Ein Kiwibaum. Die Katze von unserer Gegend. Jetzt fahren wir zum Devrek-Markt. Wir fahren jetzt zum Devrek-Markt. Schau, dort in, du bist du. Das war so ein wieder so ein kleiner Insider-Joke meiner Schwester, weil wir uns über die Nachmachen der Spielsachen aufregen. Das sind die kleinen Küken, die sind voll süß. Die Kühe hier, um es richtig. Die haben uns ihren Po gezeigt. Das war ziemlich lustig. Hier ist noch der Spieler. Das ist das Oberschoss. Was auch immer, von meinem Opa. Und hier sind ganz alte Sachen drin. Das ist sehr interessant. Das ist eher weniger alt. Kartenspieler. Das ist klassisch. Alte. Hier, das ist jetzt schon Antike.
Sind da ein paar alte Räder und so, hier so Krüge. Das ist alles auch handgemacht. Was immer ein Glas und Krähe. Krähe ist, glaube ich, nicht alt. Ich habe ein paar Mikrofone, hört man schon auch. Das sind 5 Pfennig aus der Bundesrepublik Deutschland. 5 Pfennig. Das passiert nicht so gut. Ich habe auf jeden Fall Bundesrepublik Deutschland als 50 drauf. Bügeleisen. Das ist bestimmt. Wie schwer ist das? Hat schon mehrere Kilos. Also ich erkläre das ja meistens irgendwie, also muss ich hier nicht viel zu sagen Ein extra. schickes Schloss. Andere Sachen. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist zum Joghurt machen? Das ist zum Joghurt machen. Dann gibt es da so ein paar Kleinigkeiten. Hier. Gewebe. Damals das Mobiltelefon. Hey, was Ich macht man? habe auf jeden Fall das Rauschen gehört. Es hat irgendwie so einen Empfang. Aber ich habe es danach nicht geschafft. Da ist ein Ameisenhügel. Wir sind wieder hier so beim Garten. Ein altes Feuer. Wieder Katze. Die Katze ist uns gefolgt, so. Katze. Oh, ich wollte das eigentlich leiser machen, ich hab's vergessen. Egal, hört nicht auf das, was er sagt. So. Das ist die Terrasse eines Onkels und die ist ziemlich schön, der hat hier so Stühle aus dem Restaurant. Ja, das ist eigentlich schon alles. Song sagt, der Vlog ist damit eigentlich schon abgeschlossen. Und Song sagt, ist auch bald abgeschlossen. Ich habe nicht mehr viel Footage dazu. Insgesamt habe ich nicht mehr sehr viel Footage. Das heißt, wir werden bald durch sein. Und ja, und dann kommen halt noch so ein paar Specials. Und wenn die Specials durch sind, ist das Video, Vlog, ist der Vlog vorbei. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ja, Mama, ich will.